pragmatische Lösung, Sie sprechen es an. Gleichzeitig nutzen das aber auch Unternehmen, wie zum Beispiel Adidas aus, um jetzt einfach zu sagen, wir zahlen keine Miete mehr. Wie geht man mit solchen ja doch wohlhabenden Unternehmen um, die das jetzt nutzen sozusagen, um zu sagen, wir können unsere Mieten nicht mehr zahlen? Ja, ich bin enttäuscht von Adidas. Ich bin sehr enttäuscht. Ein Unternehmen, das so viel Gewinne gemacht hat, solche tolle Produkte herstellt, die natürlich Made in Germany weit über Deutschlands Grenzen hinaus den Sport prägen. Solche Botschaften abzusetzen, gerade mal 24 Stunden, nachdem wir über Hilfspakete geredet haben und Hilfsschirme aufgespannt haben, als Erste in der Welt, so richtig als Erste in Europa in Billionenhöhe, als Politik parteiübergreifend entschieden haben. Man muss ja sehen, am Montag war Kabinett, da haben wir es beschlossen. Am Mittwoch entscheidet der Deutsche Bundestag, was ich vom Abstimmungsverhalten her gesehen habe, parteiübergreifend, ein klares Signal der Solidarität. Am Freitag gibt der Bundesrat grünes Licht und dann kommt ein Unternehmen, das so erfolgreich ist und geht mit einer Botschaft ran, das zum Schaden von Vermietern ist. Es sind ja nicht nur die großen Immobilien-Einrichtungen, die irgendwie Adidas am Laden vermieten, sondern es sind auch kleine, die als Privatpersonen diese Flagship-Stores von Adidas vermieten. Die bleiben dann auf den Kosten sitzen. Eine völlig inakzeptable Botschaft. Sie sagen, Sie sind enttäuscht, aber die Vermieter fragen sich, was kann die Politik tun, um Ihnen da gegen Adidas sozusagen zu helfen? Was können Sie tun? Was kann die Bundeskanzlerin tun? Ja, ich werde diese ganz neue Nachricht nehmen für die nächste Woche. Es ist ja jetzt akut auf den Tisch gekommen, dass das keinen Dominoeffekt hat für andere. Das Signal ist nicht solidarisch. Das Signal ist nicht das Unterhaken, das man von jedem Bürger verlangt. Wir geben die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger, seid vernünftig. Da sage ich auch, da müssen große Konzerne auch vernünftig sein.